Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind tatsächlich, 100 Jahre ist es her, mal wieder unterwegs in Poly Bridge, wo ich zuletzt so ein bisschen die Motivation verloren hatte, muss ich gestehen, weil ich einfach irgendwie nicht mehr weiterkam. Aber ich habe mir gedacht, komm, was soll's, ich hab mal wieder Bock auf das Spiel, ich klicke also auf die Kampagne und wir überspringen einfach das, was wir nicht hinbekommen haben. Hier der Double Monster Jump, der war glaube ich, genau dieses ganze komische Rumgespringe. Es macht mir eigentlich mehr Spaß, tatsächliche Brücken zu bauen. Also gucken wir mal hier, Crisscross, inklusive zweier Hydrauliken. Haben wir uns, glaube ich, auch schon mal dran probiert. Hier, Fork Jump, natürlich mal wieder ein Jump. Haben wir hier vielleicht nochmal irgendwo eine normale Downward Tube? Okay, das sieht doch mal anders aus. Das sieht doch mal anders aus als bisher. Wir starten hier und müssen hier runter. Ist das wirklich alles? Das ist wirklich alles. Aber jede Wette, wenn ich einfach gerade hier runter baue, dann wird da nichts. Ich kann ja einfach mal starten. Okay, also das Ding ist, das Fahrzeug soll tatsächlich hier unten landen, nimmt dabei ganz schön viel Schwung auf und das wird dann wahrscheinlich das Problem sein. So. Folgender Gedanke, den ich habe, ich könnte mir vorstellen, ein sehr knappes Budget und nur Holz, ich könnte mir vorstellen, Herausforderung von euch in diesem Spiel hier zu spielen. Das würde allerdings bedeuten, dass die spielbar sind, also ich würde jetzt nicht garantieren, dass ich so lange spiele, bis ich sowas geschafft habe. Sondern es muss irgendwo auch spielbar sein. Wenn ich das dann nicht schaffe, dann will ich auch gerne zum nächsten Level weitergehen dürfen, um es mal so zu sagen. Aber prinzipiell könnte ich mir vorstellen, dass ich da Bock dran hätte. Ich habe ja damals auch schon mal eine Einsendung von einem von euch bekommen. Das weiß ich noch. Das heißt also, es geht. Und das Ganze würde ich dann über die Mail-Adresse laufen lassen. Okay, jetzt sind wir über das Budget drüber. Ich baue trotzdem noch ein bisschen weiter. Einfach um zu gucken, ob es überhaupt funktionieren kann. Hier noch eine Verbindung schaffen. So. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam das Problem. Das Problem ist, der fährt mit zu viel Schwung los und landet dadurch so oder so hier oben drauf. Das heißt, wir müssen den eigentlich hier irgendwie schon vorher abfangen. Hier nochmal gerade alles weg, mal gerade gucken. So wie es jetzt gerade ist, würde er überhaupt nichts von der Strecke hier unten berühren überhaupt. Das heißt, angenommen, ich baue hier so ein Stückchen Abfangbereich. Das hier kann ich auch noch mit zusammenbauen. Na gut, also so wie das jetzt gerade ist, wird das natürlich nicht funktionieren, ne? Wir müssen hier schon nochmal so eine Stabilisierung reinbauen, sonst klatscht es einfach nur runter. Und so wie es jetzt ist, wird das wahrscheinlich auch nicht halten. Also probiere ich mal das Ganze hier noch ein bisschen weiter zu verstärken von hier hinten aus. Was im Endeffekt wahrscheinlich nur mehr Gewicht hier vorne drauf bedeutet, aber wir werden sehen. Und was jetzt ganz wichtig ist, wir müssen den ganzen Spaß hier irgendwie abfangen, bevor er hier hinten aufschlägt. So, mal gucken, ob das so funktionieren kann. Roms, roms. Okay, das war es so schon mal nicht wirklich. Wenn ich ihn gar nicht hier abfange, sondern hier. Mal gucken, ob ich das so einigermaßen hinbekomme, wie ich mir das vorstellen würde. Okay, jetzt sind wir wieder übers Budget. Aber ungefähr so eben. Okay, das ist zu weit weg, da fährt er überhaupt nicht gegen. Dann, keine Ahnung, baue ich hier ein Stück Straße ein. Schauen wir mal. Dip, roms. Okay, also das hier funktioniert, aber hier unten schlägt er mit zu viel Schwung auf. Gut, das ist ja schon mal
ein Ergebnis, aus dem man was machen kann. Wo schlägt der auf? Ziemlich genau hier zwischen. Dann wäre es eigentlich das Beste, wenn ich den hier schon mal ganz anders... Na komm. So. Wenn ich den hier schon mal ganz anders hier reinlenken würde. Mal gucken, können wir es hier erreichen jetzt? Es geht. Dann schauen wir mal, ob das so eventuell von der Position her... Von der Position ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht noch so. Ne, warte mal, das ist Stoß. Das ist absoluter Stoß. Ach, zu weit weg, verdammt. Muss ich hier jetzt nochmal einen Zwischenschritt gehen? Das macht die Sache nicht gerade stabiler. Der kommt ja auch sehr ungünstig auf. Mal gucken, ob wir das vielleicht hier oben noch so ein bisschen regulieren können. Jawohl, hey, geht doch. Und die Brücke hier unten steht sogar fast noch. Ha? Damit kann man doch arbeiten. So. Wenn man dann zu einem Ergebnis kommt, dann macht das Spiel nämlich irgendwo auch wieder Spaß. Okay, wir haben nur 7 Straßenstücke. 3 davon brauchen wir hier. Budget fällt einigermaßen groß aus, aber wir haben nur diesen Punkt hier unten. Das ist ein bisschen sehr wenig. Seile haben wir auch nicht. Stahl ja, aber keine Seile. Na gut, dann würde ich sagen, baue ich hier jetzt erstmal schon mal ein fertiges Brücklein hin. So, mal gucken, wie weit der hier springen kann. Wie viel müssen wir denn hier noch? Okay, er springt gar nicht. Er fällt einfach nur. Ob man vielleicht den Karren hier abfangen und umlenken kann? Also wisst ihr, wie ich meine? Ich sage jetzt einfach hier. So kommt er hier angerauscht. Beziehungsweise, nee, das hier funktioniert so nicht. Na komm. So. Dann sage ich, ich lenke den jetzt hier so, dass er hier rüberspringt. Weil er den ganzen Schwung, die ganze Energie, die er hier oben mitnimmt, hier dann verwerten kann. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich verstärke den ganzen Spaß hier jetzt mal möglichst. Okay, nee, das war Stoß. Ach komm, den wollte ich eigentlich lassen. Bis dahin komme ich auch gerade so nicht. Aber gut, hier das letzte Stück, das ist vielleicht auch weniger belastet. Vielleicht reicht das ja schon, wenn ich hier so ein bisschen mit Holz arbeite. So. Und damit der ganze Spaß nicht umkippt, muss ich jetzt natürlich auch noch irgendwie zum Boden hin stabilisieren, was dann so aussähe. Und dann brauche ich hier entsprechend noch eine Diagonale drin. Das wird sowas von überhaupt nicht funktionieren, aber schauen wir mal. Da fällt er runter und krach. Nee, also der Ansatz, ich denke mal, den Ansatz können wir auf jeden Fall schon mal vergessen. Gut, anderer Ansatz. Ich baue gerade nach oben. So. Stellt euch vor, das Fahrzeug kann hier ein Stück weit Schwung aufbauen und fällt dann erst hier runter. Vielleicht geht das ja. Ich meine, irgendwie muss es ja gehen, ne? Okay, das reicht gerade so nicht. Gut, ist auch egal. Was ich brauche, das sind diese Verbindungen hier. Und hier wäre jetzt eigentlich eine Diagonale noch sinnvoll. Das wird wohl nix. Dasselbe Problem gerade schon wieder. So. Das sieht nicht schön aus, das weiß ich.
Aber es könnte. Man beachte den Konjunktiv, es könnte funktionieren. Was ich vorhin noch sagen wollte, wenn ihr wirklich Bock darauf habt, mir hier Sachen einzusenden, dann würde ich sagen, machen wir das über die Mailadresse, über die bisher das Ganze in Scrap Mechanic gelaufen war, solange es denn lief. Und die findet ihr entsprechend in der Videobeschreibung. So komme ich hierher zurück. Langsam erschöpfe ich aber mein Budget. So, jetzt sind wir drüber. Aber so könnte das Ganze hier jetzt halten. Oh, ich habe ein Detail vergessen. Gut, wir sind eh übers Budget, also, ne? Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das hier wollte ich. So, hier kommt jetzt nochmal ein Straßenstück zwischen. Das Straßenstück wird hiervon gehalten. Aber hierüber brauchen wir noch ein bisschen Stabilität. So. Komm, Jibjas, Jung! Macht er nicht, der gibt kein Gas. Wie schafft man das denn dann? Sollen wir den ganzen Spaß hier umkippen lassen? Also sprich das hier alles weg? Mal gucken, jetzt gibt es wahrscheinlich zu schnell. Ja. Das heißt, jetzt bräuchte ich hier hinten auf jeden Fall noch ein bisschen Gewicht. Um das zu schnelle Wegfallen so ein bisschen zu kontern. Gibt immer noch viel zu schnell. Kann sich das so halten? Nicht wirklich. Ich experimentiere gerade nur so ein bisschen. Weniger Gewicht nach hier rechts, mehr Gewicht nach hier links. Nö. Fällt immer noch ein Hauch zu schnell. Jetzt sind wir wieder ein bisschen übers Budget. Jetzt fällt die Brücke aber auch allmählich langsam genug. Das hier kann natürlich noch weg, klar. Das hier eigentlich auch. Das hier eigentlich auch. Okay, jetzt gibt der ganze Spaß nach links. Wenn ich es jetzt schaffe, die Straße wieder ein bisschen zu erweitern. Übertreib's mal nicht gleich. Jetzt läuft die Brücke wieder zu schnell weg. Ach Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also mehr Gewicht nach hier hinten und zack sind wir wieder übers Budget. Uns reicht immer noch nicht. Das Sakrament, Kruzifix aber auch. Luja-Socki. Ah, fast. Fast hätte er es noch geschafft. Wenn ich hier noch so ein bisschen Gewicht einfach runterbaumeln lasse. Wir kommen der Sache echt näher. Wenn ich das hier einfach alles umdrehe. Einfach mal ganz billig gedacht. Okay, okay, okay. Hier fehlen die Diagonalen. Entschuldigung, mein Fehler. Müssen wir das Gewicht noch so ein bisschen austarieren, aber das könnte funktionieren. Jetzt verschwindet es wieder gerade so ein Hauch zu schnell, so ein Hauch zu schnell. Mehr ist es ja gar nicht. Ein bisschen extra Gewicht dorthin. Und jetzt die Straße noch länger. So ein bisschen übers Budget gehen dürfen wir ja. So, dann bringe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr Gewicht an. Nein. Da
Dann bringe ich jetzt noch mehr Gewicht an. Läuft immer noch nach vorne weg. Es ist nicht einfach, aber es könnte auf diese Weise echt funktionieren. Wir sind sogar sehr, sehr deutlich übers Budget. Wenn ich hier einen ganz anderen Weg gehe. Was haltet ihr denn zum Beispiel davon? Das könnte auch was sein, hä? Huh? Immer noch ein bisschen zu viel Gewicht hier nach rechts. Wenn wir einfach früher damit anfangen, hier nach oben zu bauen. Ach komm, ich nehme das hier jetzt einfach mal gerade weg. So. Ich nehme das jetzt alles weg. Vielleicht geht er ja so. Das hier gefällt mir noch nicht. Ah, es könnte vielleicht gehen. Es hält sich links. Jetzt fängt es an zu kippen. Komm, fahr, roms. Aber es hat funktioniert. Schön. Rampe, Totalschaden, aber das Fahrzeug ist drüben. Es hat einmal funktioniert. Das auf jeden Fall. Okay, ganz viel Hydraulik. Hier unten muss ein Schiff durch. Da müssen wir gerade nochmal an. Okay, die Rollerfahrer werden wahrscheinlich beide gleichzeitig fahren. Auch wenn ich das irgendwie merkwürdig finde, wo er hier steht, hier im Berg. Aber gut, von mir aus. A1 soll hier rüber. C1 soll hier rüber. Die fahren also einmal drüber. Danach muss die Hydraulik arbeiten. Ne, warte mal, die fahren einmal drüber und das Schiff kommt gleichzeitig. A fährt zuerst und das Schiff fährt. Dann verändert sich die Hydraulik, dann fährt C, dann verändert sich die Hydraulik und dann fährt das Auto. Na gut, das heißt, der erste Schritt ist... Du musst irgendwie von hier nach dort oben kommen. Was ist denn jetzt los? Warum darf ich da nicht bauen? Achso, das ist gerade so ein Hauch zu weit weg. Ah, danke auch, Spiel. Gut, das Wasser nutze ich jetzt einfach mal gerade dieses Tool hier. Ziehe hier eine Linie. Linie so ein bisschen hier. So. Und das Ganze wird jetzt bitte Straße. So. Soweit so schön. So, das hier soll jetzt unser Hebeelement sein. Bräuchte ich hier noch ein Stück Straße. Und eigentlich brauche ich auch noch hiermit einen riesen scheiße großen Aufbau. Der wahrscheinlich überhaupt nicht finanzierbar ist. Aber gut, schauen wir mal. Ah, das geht schon mal. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, das hier kann sich auf jeden Fall schon mal stabilisieren. Ich starte mal gerade ganz kurz. Hä? Warum zerbricht denn die Brücke einfach?
Gut, aber eine Sache sehe ich auf jeden Fall gerade eigentlich. Oh, hier. Das hier fehlt noch. So, trotzdem habe ich hier ein bisschen Blödsinn gemacht. Weil ich nämlich eigentlich die ganze Brücke... Ich kann die gar nicht im Ganzen bewegen. Och, wie doof. Warum? Na schön, dann muss ich das eben doch von hier aus machen. Zack, zack. Nehme ich nochmal dieses Tool hier. Ich möchte gerne von dort aus bis hierher. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ich weiß nur, dass wir gerade bereits bei 20 Minuten sind. Das heißt, ich mache jetzt hier noch so ein, zwei Versuche rund. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann tragen wir das Ganze in die nächste Folge weiter. Und ja, es würde dann dementsprechend natürlich eine nächste Folge geben. Warte mal, das kann ich so ja auch nicht bringen. Gott, wie krumm und schief war das denn jetzt? So. Gut, das dazu. Hier können jetzt die Schiffe schon mal durchfahren. Das Problem ist, der Kollege hier, der kann hier jetzt gar nicht drüber fahren. Das heißt, eigentlich bräuchte ich hier noch einen Bereich, der hier quasi ganz locker mitschleifen kann. Das wird so im Leben nicht funktionieren. Das sage ich euch aber. So, sind wir schon am Budget. So, die hier sollen sich verlängern. Und hier müssen wir aufteilen. Gerade gucken. Das ist die 2, das ist jeweils die 1, das passt. Hier ist die 2, jeweils die 1. Obwohl, nee, warte mal. Das hier muss eigentlich zusammenbleiben. Das wird sowas dann überhaupt nicht funktionieren. Oh! Da geht es schon los. Na, großartig. Das kann ich hier nicht drüber fahren, oder was? Na, schön. Probier's halt nochmal ein bisschen anders. Mal so ein bisschen flacher, das Ganze. Ja, zu weit weg. Du mich auch zu weit weg. So. Nö, der kann da nicht hochfahren. Was ein Stuss. Aber wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne hier die Verbindung geschaffen, das ist doch viel zu steil, oder? Da packt er doch gar nicht. Außerdem müsste ich dann hier abtrennen. Ja, sieht jetzt sehr hässlich aus, aber einfach mal für Spaß. Einfach mal als Experiment. Da packt er doch gar nicht. Hä, der packt das! Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Außerdem fährt jetzt hier auch schon wieder ein Schiff. Ich bin gerade dezent verwirrt und ich glaube, dass das hier so nicht funktionieren wird. Okay, schauen wir nochmal. Also zuerst fährt der Kollege nach hier oben und ein Schiff fährt. Anschließend fährt der Kollege hier rüber und ein Schiff fährt. Und danach fährt dieses Auto hier rüber nach da oben und ein Schiff fährt. Das ist ja... Hä? Wie? Ich bin gerade dezent verwirrt.
Also eigentlich müsste ich sagen, das hier ist mein Weg. Der führt jetzt von hier aus dorthin. Und anschließend müsste ich hier irgendwie eine Rampe öffnen, damit der Kollege hier auch drüber fahren kann. Also sprich, hier eine Öffnung schaffen. Dann müsste das hier eine einzige große Brücke sein. Das hier müsste ein davon geteilter Bereich sein. Das Ganze müsste ich dann zum Beispiel durch sowas hier stabilisieren. Was nicht geht, weil da unten das Schiff fährt. Müsste ich also durch sowas hier stabilisieren. Vielleicht geht das ja. Okay, das geht gerade so nicht. Na, dankeschön. Du willst mich doch verscheißern, oder? Dieser Typ, ey. Na gut, dann baue ich hier eben noch ein kleines bisschen niedriger und flacher. So, das kriegt er hin. Und alles Weitere seht ihr dann blub in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kerge.